Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute wollte ich mit euch meinen Putzkasten einrichten, da ich meine Bürsten und so gerade gewaschen habe. Die sind jetzt alle gerade trocken geworden. Ja, aber bevor ich anfange, wollte ich noch sehr viele Leute grüßen. Und ja, let's go! Einmal grüße ich Lena und Jule vom Reiten, denn wie ihr wisst, gehe ich ja auch reiten. Und fürs Reiten benutze ich halt diesen Putzkoffer, also ja. Dann grüße ich noch Horse Girl, Mia Soundward, Mandy Hub, Unicorn Einhorn, Clara Hashtag Love, Manuela Moss Boss namens Madita, Sandy Schmidt, Derek Hashtag Love, Makeika, Lisa Songpi, Güntner Schindler, Lucilia, Emiana Hashtag Love, AKO, Hafi Power, Amy Nerge, Melissa Wulz, Simias Pferdestory, Unicorn XD, Nicola Loher namens Amina, Leonie Tierliebe, Nathalie Vogel, Luisas Pferdewelt, Fifian Borinski, sorry, wenn ich es falsch ausspreche, Ellie Girl, Lea Z, Line Kunde, Lea und Buntlove Cool. Ihr alle seid ganz herzlich von mir gegrüßt. Und jetzt richten wir mal meinen Putzkasten ein. Ja, also hier liegen gerade all meine Bürste. Ich habe insgesamt 17 Bürsten. Meine Schwester fährt gerade Inliner. Ja, und übrigens hat meine Mutter heute Geburtstag. Ja, das sind meine ganzen Bürsten. Ich würde sagen, wir beginnen mit hier oben. Ja, denn hier sind zwei Fächer. Und ja, in dieses Fach kommen immer Leckerchen rein. Hier hängt mein Namensschild. Ich habe da drei verschiedene Sorten. Einmal Banane, Erdbeere und Mesh. Ja, da mache ich immer ein paar halt rein. Ich habe hier... Es weht gerade ein bisschen der Wind. Ich mache das nicht ganz voll, weil sonst geht es immer auf. So. Und ins andere Fach kommen Minengummis. Da habe ich einmal bunte und türkisene. Ich mache die auch in so Säckchen, weil ich Angst habe, dass das Ding aufgeht. Weil es geht halt schnell auf bei mir, weil mein Putzkasten jetzt schon 5 Jahre alt ist. Also ich habe den schon 5 Jahre. Und ja, deswegen ist er auch nicht mehr so haltbar. Ich werde mir vielleicht auch bald eine Putztasche holen. Ja, hier sind also Mähengummis. So, dann, wenn man es öffnet, sieht es gerade noch leer aus. Da ist halt auch so ein kleines Fach dabei. Das legt man hier oben drauf. Ich finde es voll praktisch. Und da oben sind quasi all meine Bürsten mit hier so weich. Ja, hier ist einmal eine Gesichtsbürste von HKM mit Sterne. Dann noch eine Wurzelbürste, die ist auch von HKM. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass die Borsten hier nicht so verknicken. Dann noch, da hinten, eine Kadettsche. Kannst du mal aufhören? Im selben Muster wie die Wurzelbürste. Merle, geh mal weg, du nervst. Dann noch passend zu den zwei Sachen ein Hufauskratzer. Der liegt hier oben auch immer. Dann noch einen kleinen Kamm. Aber den benutze ich eigentlich fast nie. Der ist hier so dazwischen halt. Ja. Und noch einen Reiskamm. Damit flechte ich immer Tom die Mähne ein, dass ich das so abtrennen kann. Der ist hier. So, dann hier unten drin. Also so sieht das jetzt aus. Da unten drin sind all diese Bürsten. Einmal habe ich zwei Federstriegel. Ja, ich weiß, der ist nicht gut gewaschen. Aber naja. Weil den benutze ich immer, diesen hier. Und den immer meine Freundin. Ja. Die kommen, weil ich muss die andersrum reinlegen. Der muss nach oben, weil ich den öfters benutze. Hier hin, obwohl ganz nach unten muss das. Das ist ein Schweißmesser. Das verwende ich nämlich nur im Sommer und jetzt ist erst Frühling. Obwohl es heute schon relativ warm ist, weil im Sommer spritzen wir immer die Pferde ab.
nach dem Reiten und dann ziehe ich halt damit das Wasser weg. Das ist auch von HKM mit diesen Hufeisen. Ich habe alles mit diesen Hufeisen so. Also das noch und dann noch diesen Plastikstreifen. Ja, dann habe ich, was kommt das nicht rein? Ach egal, ich komme einfach mal die rein. Wie gesagt, zwei Federstriegel, die ich nicht gerade reinbekomme. Ja. Fragt mich nicht, wieso ich zwei habe. Hä? Das war mein alter und das ist mein neuer. Der ist voll schön. So, dann habe ich passend zu diesem Federstriegel noch einen Hufeiskratzer. Ich habe immer zwei. Weil ich den immer verliere oder vergesse oder so. Ja, der kommt einfach da rein. Keine Ahnung. So, dann habe ich hier einen Mähenkamm, den ich nicht mehr so oft verwende, da ich einen neuen Mähenkamm habe mit Gelgriff. Also den benutze ich nicht mehr so oft, aber ich mag ihn trotzdem voll gern. Dann habe ich hier zwei Plastikstriege. Einmal einen kleinen, der war bei dem Putzkasten dabei. Mit einer Kadettsche, eine Wurzelbürste und einem Hufauskratzer. Aber die Kadettsche, Wurzelbürste und Hufauskratzer benutze ich für die Toffifee. Und ja, der war halt zu hart, deswegen habe ich jetzt einen Gummistriegel für den Toffi. Aber fürs Reiten sind die halt echt gut, weil die schön hart sind. Damit kriegt man halt den ganzen Dreck raus. Ja, diese Bürste liegt hier unten. Ganz da unten. Okay, ich muss das ein bisschen anders machen. So. Besser. Und der ist da hinten im Eck. So, dann habe ich noch, muss ich ein bisschen sauber machen, einen Massagestriegel. Der hat hier so Rollen, die auch funktionieren. Und auf der anderen Seite so Noppen. Da kann man so mit der Hand rein und halt so das Pferd massieren. Und so. Ich finde das auch voll cool. Habe ich halt jetzt auch sauber gemacht. Und das kommt hier hin. Beautiful. Dann, hier fliegt alles weg, habe ich noch diese Bürste. Das ist meine absolute Lieblingsbürste. Und zwar ist das eine Bürste mit Gelgriff. Ist voll geil. Ja, die hat hier so Noppen. Deshalb benutze ich die halt mehr als jetzt diesen Mähenkamm. Ja, weil die hier so Noppen hat. Und auf der anderen Seite halt so harte Borsten. Die Borsten sind extra ein bisschen härter. Damit kann man gut die Brust oder die Beine sauber machen. Die benutze ich auch voll oft, also ich finde es voll cool mit dem Gelgriff. Ich habe voll Angst, dass der aufplatzt oder so. Ja, auf jeden Fall voll cool. Ich finde es auch praktisch, dass es hier zwei Seiten hat. Also, ja. Na, zuerst muss das rein. Hier habe ich einen Nadelstriegel. Der sieht zwar sehr dreckig aus. Hier sind Haare. Ich kann euch auch sagen, warum der so dreckig ist. Nämlich habe ich den zwar auch gewaschen, aber die Haare sind nicht, weil ich ihn oft benutze. Nein, im Gegenteil, ich benutze ihn eigentlich nie. Also ich habe den schon jetzt anderthalb Jahre und wollte sowas früher immer haben. Jetzt habe ich es und benutze es nie. Ich denke immer so, einen Tag vorm Reiten denke ich immer so, ha, heute benutze ich den mal, ist bestimmt voll praktisch und so. Und dann, wow, benutze ich ihn wieder nicht. Das geht mir schon seit Jahren so. Aber ja, da sind halt Haare drin, weil ich damit halt die Kadettsche und die Wurzelbürste sauber gemacht habe, weil die sehr, sehr dreckig waren. Die waren nämlich nicht mehr pink, sondern schwarz, weil Tom ist schwarz. Und ja, deswegen sind da auch so schwarze Haare. Weil jetzt sind die Haare nicht mehr in der Kadettsche, sondern hier drin. Aber das finde ich nicht so schlimm, weil den benutze ich eh nie. Ja. Der kommt hier hin, wenn ich ihn hinbekomme. Und dann, diese Bürste mache ich immer sehr vorsichtig rein, weil ich Angst habe, dass der Gelgriff ausläuft. Und zwar, okay, ich bekomme sie mit einer Hand nicht hin. Doch. Nein, doch. Nein, doch. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall. So, ich mache das halt immer hier so rein, dass der Gelgriff halt sicher ist, weil ich immer Angst habe, dass der aufplatzt und dann alle meine Sachen versaut sind und so. Deshalb ist er hier vorsichtig, vor allem wegen den Eisenstriegeln. Da habe ich Angst, dass der Gelgriff dann da hängen bleibt und so. Deswegen ist er hier so drin. Ja, dann als letztes habe ich noch einen ganz normalen Schwamm, der immer noch ein bisschen nass ist. Den werde ich jetzt noch ein bisschen trocknen lassen, weil der ist im Schweif hier noch ein bisschen nass, weil ich den auch gewaschen habe. Den benutze ich immer für die Nüstern oder für die Augen, falls er mal da dreckig ist oder so. Ja, der sieht noch sehr schön aus. Noch. Ja, der liegt einfach auch hier. Und dann habe ich noch einen kleinen Glücksbringer. Das ist ein Löwe. Von Niki, wie man sehen kann, vielleicht, wenn man die Kamera scharf stellt.
nice. Ja, stell halt einen Hintergrund scharf. Na egal. Auf jeden Fall ist der Löwe halt von Niki. Und ich finde auch voll schön. Und der ist da ganz hinten im Eck. So, dann kann man das hier halt so drauf machen. Und zumachen. Ja, das waren die Leckerchen. Und hier vorne kann man auch noch ein Schloss dran machen. Das mache ich aber nie. Ja, dann habe ich hier noch so ein Namensschild. Da steht Maike drauf. Weil einer aus dem Reiten hat denselben Putzkasten wie ich halt. Aber die reitet wann anders. Ich glaube montags oder dienstags. Ich reite halt mittwochs. Aber ja, falls ich mal montags oder so reite, dass ich nicht ihren dann mit heimnehme, das bin ich gleich hier drum. So, jetzt ist das hier festgebunden mit einer Doppelschleife. Ja, das ist mein Putzkasten. Der ist halt von Showmaster. Den habe ich zu meinem 6. oder 7. Geburtstag geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich den halt immer zum Reiten dabei. Und da oben schnalle ich immer noch meinen Helm dran. Ja. Ja, das war's jetzt eigentlich auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonnieren nicht vergessen. Ciao!